Ich werde über die Sammlungsgeschichte der Jaina-Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig sprechen. Diese Handschriften habe ich im Jahr 2013 schon katalogisiert und eben in dem Katalog schon was zur Sammlungsgeschichte eigentlich geschrieben, aber es ist nun, sind nun mittlerweile 10 Jahre vergangen und im Laufe der Zeit habe ich neue Quellen gefunden und natürlich auch neue Erkenntnisse gewonnen. Das ist alles klar. Also zu Beginn werde ich erstmal kurz die Begriffe Jainismus und Jaina-Manuskript, Jaina-Handschrift erklären, damit man wirklich, damit jeder weiß, worum es geht. Dann werde ich einen Überblick über die Sammlung geben und dann allgemein auf die Quellenlage eingehen für die Rekonstruktion der Sammlungsgeschichte. Und dann werde ich die beiden Hauptakteure vorstellen, Georg Bühler und Bhagwan Das Kewaldas. Und was im Prinzip mein Hauptteil sein wird, dass ich zwei Handschriftenlieferungen vorstellen werde, weil hier die Quellen wirklich sehr interessant sind und die Handschriften sehr spannende Provenienzen haben. Am Ende werde ich dann noch so meine Ideen vorstellen, die ich mit Calamos habe. So. Ja. Der Jainismus ist eine indische Religion, die ca. im 5. Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Sie erlehrt den Weg der Befreiung der Seele aus dem Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt durch ein Leben in Gewaltlosigkeit und Askese. Schon zu Beginn gab es Orden mit Mönchen und Nonnen, die weibliche und männliche Laienanhänger hatten. Letztere spendeten im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Handschriften an die Tempelbibliotheken. Und Hintergrund für diese Schenkungen ist, dass die Laien dadurch religiöses Verdienst anhäufen konnten. Mit dem Begriff Jaina-Handschrift ist eine Handschrift gemeint, die ein Jaina-Werk enthält, welches religiös oder auch weltlichen Inhalt haben kann. Also es kann zum Beispiel auch eine Grammatik sein oder so. So. Die Leipziger Sammlung ist keine geschlossen erworbene Sammlung. Es handelt sich um Handschriften, die insgesamt in 4 Lieferungen an die UB gekommen ist, zumeist Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar in den Jahren 1881, 1884, 1896 und 1898. Dabei stellen die Jaina-Handschriften einen kleineren Teil innerhalb dieser größeren Sammlung dar, die mehrere Themengebiete abdeckt. Dieser größere Teil wurde bereits im Jahr 1901 katalogisiert, wobei nur die in Sanskrit verfassten Handschriften beschrieben wurden. Da aber die Jaina-Handschriften größtenteils im mittelindischen Prakrit verfasst sind und sich seinerzeit kein Bearbeiter fand, blieben diese 115 Handschriften über 100 Jahre unbearbeitet, bis ich sie dann letztendlich in meinem Katalog beschrieben habe. Genau. Bei diesen Jaina-Handschriften handelt es sich hauptsächlich um Werke der Shvetambara-Tradition, nämlich kanonische Literatur und Texte mit den Themen Dogmatik, Ethik, Philosophie, narrative Literatur, Hymnen, Gebote und Rituale. Und außerdem enthält sie auch einige Werke der Digambara-Tradition. Die Handschriften stammen zumeist aus dem Nordwesten Indiens, sind alle auf Papier geschrieben und in der Regel nicht gebunden. Das Format ist meist das Querformat in Anlehnung an die Palmblatt-Handschriften. Da habe ich jetzt hier mal ein Beispiel von Palmblatt-Handschriften aus der Berliner Bibliothek hier. Außerdem ist noch zu sagen, dass die Jaina-Handschriften eigentlich auch sehr schöne Illustrationen aufweisen können, aber leider nicht die Leipziger. Das Besondere an den Jaina-Handschriften ist, dass sie teils sehr ausführliche Schreibanmerkungen haben, worauf ich später noch genauer eingehen werde. So, nun komme ich zur Quellenlage. Genau, die Quellenlage für die Rekonstruktion der Sammlungsgeschichte. Nun ist es günstigen Umständen zu verdanken, dass die Quellenlage eigentlich relativ gut ist in Leipzig. Denn die alte Registratur der UB hat den Zweiten Weltkrieg überstanden und ist mittlerweile auch recht gut erschlossen. Dadurch sind mehrere Dokumente zum Erwerb der Handschriften wie Briefe, ein Protokoll und Originalverkaufslisten verfügbar. Daneben konnten Briefe aus verschiedenen Indologen-Nachlässen im Prinzip dieses Puzzle der Verflechtungen unter den Akteuren ergänzen. Außerdem liefern die originalen Umschläge, in denen die Handschriften aufbewahrt wurden, sehr wichtige Hinweise.
Ich habe nun zwei dieser oben genannten vier Lieferungen ausgewählt, um sie genauer zu betrachten, weil man hier eben die Geschichte einzelner Handschriften bis zu ihrem Spender zurückverfolgen kann und sich eben in Verbindung mit den aufgespürten Dokumenten ein recht gutes Bild des Erwerbungsprozesses zeichnen lässt. Bevor ich damit aber beginne, möchte ich die beiden Hauptakteure vorstellen bei der Vermittlung und dem Verkauf der Handschriften, weil sie eben im Laufe meines Vortrages immer wieder in Erscheinung treten. So, das ist zum einen Georg Bühler, also den Namen haben wir heute schon mal gesehen. Er wurde 1837 geboren und starb 1898. Nach dem Studium der klassischen Philologie und orientalischen Altertumskunde begab er sich zunächst nach Paris und England, um dort die Sanskrit-Handschriften zu studieren. Im Jahr 1863 erhielt er eine Professur für orientalische Sprachen in Bombay. Ab 1866 erforschte er die Bibliotheken in Westindien und erwarb Handschriften für die britisch-indische Regierung und europäische Bibliotheken, wie eben hier Berlin, Wien und Cambridge und auch andere. Ab 1881 war er Professor für indische Philologie und Altertumskunde in Wien, währenddessen er sich auch für die Vermittlung indischer Handschriften nach Europa engagierte. Über Bhagwan Das Kewaldas ist leider nicht sehr viel bekannt, da es keinen Nachlass von ihm gibt. Informationen über ihn haben wir nur aus Berichten europäischer Gelehrter und Briefe, die er an sie schrieb. Was wir wissen ist, dass er 1850 geboren wurde, vermutlich in der Stadt Surat, im heutigen Bundesstaat Gujarat in Nordwestindien und im Jahr 1900 starb er. Zwischen 1871 und 1872 begann er auf dem Handschriftenmarkt aktiv zu werden in Indien. Zunächst als unabhängiger Käufer von Handschriften, aber im Laufe der Zeit entwickelt er sich unter Bühler zum Agenten und Vermittler für den Ankauf von Handschriften für die britisch-indische Regierung und später auch für europäische Bibliotheken wie Berlin, Wien, Leipzig, London, Straßburg, Paris und Florenz. Er korrespondierte auch selbst mit den Bibliothekaren, da er die englische Sprache beherrschte, was damals nicht selbstverständlich war. So, nun komme ich zu meinem Hauptteil und zwar zu der ersten Lieferung von 1884. Es lassen sich 10 Jaina-Handschriften dieser Lieferung zuordnen und ich habe sie ausgewählt, weil Dokumente, die sie betreffen, auch Informationen über die Provenienz von Wiener Handschriften enthalten und weil sie eben eine Handschrift enthält, die in mehrfacher Weise hochinteressant ist. Und diese Handschrift möchte ich Ihnen exemplarisch vorstellen. Das ist die Handschrift mit der Signatur K21. Sie enthält den kanonischen Text Prajnapana Sutra. Hier sehen Sie eben den Originalumschlag, der schon recht viele Informationen aufweist. Oben links sehen Sie eine blaue Nummerierung. Also der konnte ich noch nicht so richtig auf den Grund gehen. Ich vermute, dass sie von einem Bibliothekar eingetragen wurde. Darunter befindet sich der Titel Prajnapana Sutra in Devanagari. Rechts daneben die Blattanzahl, Part 207, dann 13 die Anzahl der Zeilen und 50 die ungefähre Anzahl der Silben pro Zeile. Direkt darunter die Jahresangabe der Abschrift nach der Vikrama-Ära 1721. Und in der Mitte befindet sich die Zahl der Texteinheiten, Shloka 7778, die ein Kriterium für die Berechnung des Preises einer Handschrift darstellt. Für die Sammlungsgeschichte ist hier die Bleistiftnotiz in der Mitte interessant. Ich glaube, man sieht die gar nicht, oder? Sieht man die? Nee, ne? Man sieht sie, okay, ich sehe sie von hier aus nicht. Auf jeden Fall, ja, ist halt Bleistift. Genau, die ist wichtig und zwar ist es 3162 Führer Kat 9. Das ist im Prinzip der erste Hinweis auf den Indologen Alois Anton Führer. Den haben wir auch schon heute hier einmal gesehen sozusagen, also beziehungsweise seinen Namen. Er lebte ab 1881 in Indien, wo er unter anderem Mitarbeiter des Archäologischen Dienstes war. Und Ende 1898 kehrte er nach Europa zurück, da er aus diesem Dienst entlassen wurde, weil er der Fälschung von Berichten überführt worden war. Weitere Informationen
Über die Herkunft der Sammlung erfahren wir aus einem Brief von 1884 von Führer an Ernst Windisch, das war der damalige Professor für Indologie. Darin schreibt er, Zitat Anfang, soeben erfahre ich von Hofrat Professor Dr. Bühler, dass Sie willens sind, eine größere Sammlung von indischen Manuskripten zu erwerben. Ich bin gerade in der Lage, Ihnen 542 Manuskripte für 1.000 Mark anbieten zu können. Zitat Ende. Das wären heute ca. 7.800 Euro. Hier sehen wir, dass Bühler gewissermaßen im Hintergrund agiert, den Kontakt zwischen beiden herstellt und somit den Weg für den Verkauf ebnet. Führer brachte die Sammlung selbst auf seine Rückreise mit, aber unter welchen Umständen er die Sammlung in Indien erwarb, ist bisher nicht bekannt. Weiter schreibt er in dem Brief, dass er Windisch eine Liste der Handschriften schicken könnte. Und eben diese Liste sehen wir hier. Sie fand sich in der alten Registratur der UB. Sie sehen hier die erste Seite davon. Die nicht mit einem Kreuzchen versehenen Nummern sind die Leipziger Handschriften. Die laufenden Nummern und diese mit Bleistift korrespondieren mit denen auf den originalen Umschlägen. Hier sehen Sie die laufende Nummer 9, die habe ich da so ein bisschen, habe ich ein Kästchen drum gebaut, das Prajnapana Sutra. Die Kreuzchen und dieses Taken mit schwarzer Tinte, was Sie unten links sehen, sind die Texte, die von Georg Bühler vorab ausgewählt worden sind. Er hatte diese Liste schon gesehen und 90 Handschriften dafür für 400 österreichische Gulden erworben. Das entspricht heute ca. 5.700 Euro. Ich habe nun diese 10 markierten Texte auf dieser ersten Seite mit dem Wiener Handschriftenkatalog verglichen, wobei sich herausstellte, dass dort andere Provenienzangaben verzeichnet sind. Laut dem Vorwort übernahm der Katalogisator die Angaben von handgeschriebenen Zetteln, die wahrscheinlich nicht ganz korrekt gewesen sind. Und mit dieser Liste könnte man nun natürlich noch nach genaueren Untersuchungen diese Provenienzangaben korrigieren. Aus einem Brief vom Juli 1884 erfahren wir, dass Führer nach eigenen Angaben wohl bessere Angebote aus München und Tübingen bekam. Diese hätte er allerdings abgelehnt, da er Windisch die Sammlung schon versprochen hatte. Dies lässt sich zum Teil belegen, denn im Nachlass von Ernst Kuhn, dem Münchner Indologieprofessor, fand sich ein Brief, in dem Führer ihm die Sammlung auch angeboten hatte. Also diesen Brief sehen Sie hier. Allerdings schrieb Führer dort von 850 Handschriften. Ob Kuhn nun tatsächlich mehr für diese Sammlung bot, lässt sich nicht belegen, weil nicht alle Briefe erhalten geblieben sind. Wir haben jetzt noch ein weiteres Zeugnis für Führers Aktivitäten auf dem europäischen Handschriftenmarkt, was allerdings 15 Jahre später, nach seiner endgültigen Rückkehr nach Europa, geschah. Ich möchte diesen kurzen Exkurs hier einbinden, weil hier sehr schön deutlich wird, wie das Netzwerk unter den Verkäufern und Vermittlern funktioniert, wie man sich gegenseitig bei Problemen unterstützte und vor allem, weil hier auch Bhagwan Das wieder involviert ist. Und zwar bot Führer Windisch im Jahr 1899 573 Handschriften für 1.600 Mark an, deren tatsächliche Herkunft er Windisch gegenüber nicht erwähnte und deren Bezahlung offenbar nicht rechtmäßig vonstatten ging. Eine Spur zu dieser Sammlung findet sich in den Briefen von Bhagwan Das an Ernst Leumann, dem Straßburger Indologieprofessor, mit dem er bereits seit mehreren Jahren in brieflichem Kontakt steht. Hier sehen Sie diesen entsprechenden Brief. Demnach übergab Bhagwan Das im Dezember 1898, also kurz vor Bühlers Führers endgültigen Abreise nach Deutschland, Führer 573 Handschriften, die für den Verkauf nach Deutschland bestimmt waren. Als aber Bhagwan Das lange nichts von Führer gehört hatte, schrieb er einen Brief nach Prag, da Führer ihm sagte, dass er dort eine Professur erhalten hätte und ihm das Geld für die Sammlung überweisen würde, sobald er es von der Bibliothek bekäme. Doch der Brief wurde als unzustellbar wieder zurückgesandt.
Man teilte ihm mit, dass Führer keine Stelle an dieser Universität innehatte. So wandte sich Bhagwandas im März 1899 mit der Bitte an Ernst Leumann, ihm die Adresse von Führer mitzuteilen. Glücklicherweise konnte Leumann die Adresse ausfindig machen und Bhagwandas erhielt sein Geld, allerdings fast ein Jahr später, im November 1899. Hier sieht man, wie gut Bhagwandas im Prinzip in Europa vernetzt war, was ihm letztendlich sehr gut half. So, hier beende ich meinen kurzen Exkurs zu Führer und komme zurück zur Handschrift K21. Diese enthält nämlich eine sehr interessante Schreibeanmerkung, die auch eine Verbindung zu einer Berliner Handschrift hat und zu Handschriften in Indien. Also eine Schreibeanmerkung, möchte ich hier noch kurz definieren, ist in diesem Kontext eine kürzere oder längere Passage am Ende einer Handschrift nach dem Kolophon, die von dem Schreiber einer Handschrift verfasst wurde. Sie gehört nicht zum eigentlichen Text und kann Informationen über das Datum der Abschrift, den Ort, den Auftraggeber oder Spender und anderes enthalten. Hier sehen Sie die vorletzte Seite und eben diese letzten drei Zeilen enthalten diese Schreiberanmerkung, die sehr detaillierte Informationen bietet. Die habe ich jetzt hier mal etwas extrahiert. Und zwar wird darin die Familie des Spenders namens Pasavera beschrieben, das sehen Sie unten. Er ist derjenige, der die Sammlung von 45 kanonischen Texten einer Tempelbibliothek spendete. Er hatte den Familiennamen Soni, das habe ich jetzt oben hingeschrieben, was Goldschmied bedeutet. Es wird hier die mütterliche und die väterliche Linie beschrieben, der Herkunftsort, die religiöse Zugehörigkeit sowie das genaue Datum der Übergabe der Handschrift. Nämlich am 10. Tag der dunklen Hälfte des Monats Pausha im Vikramajahr 1721. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, als ich über den Umschlag gesprochen hatte. Dies entspricht der christlichen Zeitrechnung Samstag, den 13. Dezember 1664. Dies nun zur Leipziger Handschrift. Nun befindet sich hier im Berliner Bestand eine Handschrift mit der gleichen Schreiberanmerkung, die die gleichen Informationen und auch das gleiche Datum enthält. Hier sehen Sie die jeweiligen originalen Umschläge und die letzten Seiten mit der Schreiberanmerkung. Also die Berliner Handschrift oben, das Gesamte ist die Schreiberanmerkung. Die Berliner Handschrift kam im März 1893 über Bhagwandas in den Bestand. In Indien existieren möglicherweise noch zwei weitere Handschriften mit dieser Schreiberanmerkung. Zumindest sind sie in einem Katalog aus dem Jahr 1937 nachgewiesen. Leider ist nicht bekannt, ob diese Handschriften noch existieren, da die Bibliotheken dort nicht genau benannt sind und es eben dadurch schwierig ist, Nachforschungen anzustellen. Eine weitere Besonderheit dieser Handschriften ist, zumindest diese, von denen wir ein Digitalisat haben, dass sie die alte Signatur der indischen Tempelbibliothek enthalten. Genau. Hier sehen Sie die Seiten der beiden Handschriften, auf denen sich die alte Signatur befindet. Die Leipziger Handschrift links hat die Signatur 72 Po 2 Pra 4. Die Ziffer 72 steht vermutlich für den großen Kasten, in dem die Handschriften traditionell übereinander gestapelt sind. Po steht für das Wort Potali und bezeichnet das Stoffbündel, in dem die Handschriften eingewickelt sind. Und Pra steht für das Wort Prati und heißt übersetzt Handschrift. Also Handschrift Nummer 4 im Bündel 2 im Kasten 72. Analog dazu kann die Signatur der Berliner Handschrift gelesen werden, Handschrift Nummer 15 in Bündel 2 im Kasten 72. Und diese Signaturen, diese alten Signaturen können mit der Position des Textes im Jaina-Kanon in Verbindung gebracht werden. Hier sehen Sie eine Übersicht des Jaina-Kanons. Je nach Tradition wird eine unterschiedliche Anzahl von Texten als dem Kanon zugehörig anerkannt. In der Tradition von Pasaviras Familie sind es 45 Texte, die zunächst in sechs Oberkategorien zusammengefasst werden, nämlich Angas, Upangas, Cheda-Sutras, Mula-Sutras, Prakirnakas und Nandin-Anuyogatvara. Die Leipziger Handschrift, das Prajnapana-Sutra, gehört zu den Upangas und befindet sich an Stelle 4, was genau mit dieser Signatur übereinstimmt. Die eine indische Handschrift, von der wir leider kein Digitalisat haben, könnte die Signatur 72 Po
2 Bra 5 haben, aber das ist spekulativ. Man müsste im Prinzip mehr Handschriften haben aus dieser Sammlung. Die Signatur der Berliner Handschrift mit dem Text Mahanishita sehen Sie an Position 15. Hier wurden scheinbar die Upangas und Cheta-Sutras in einem Stoffbündel aufbewahrt, denn die Zählung der Cheta-Sutras beginnt nicht von neuem, sondern wird fortgesetzt. Hierbei ist es auch wichtig zu sagen, dass die Reihenfolge der Texte leicht variieren kann. Dies hier ist im Prinzip eine Möglichkeit von mehreren, die aber eben zu diesen Signaturen passt. So, das zur Einlieferung. Jetzt die zweite Lieferung, die ich vorstellen möchte. Und zwar aus dem Jahr 1898. Fünf Jaina-Handschriften können dieser Lieferung von insgesamt 567 Handschriften zugeordnet werden. Ich habe sie ausgewählt, weil wir hier etwas über Bhagwandas Vorgehensweise beim Verkauf erfahren und auch eine besondere Quelle haben. Hier sehen Sie wieder einen originalen Umschlag mit den üblichen Notizen darauf, und zwar von der Handschrift K13 mit dem Titel Krishna Bhavani. Für die Rekonstruktion der Sammlungsgeschichte ist hier wieder die Notiz mit Bleistift der Einstieg, BHK No 544. Sie weist auf den Verkäufer Bhagwandas Kewaldas hin, was sich mit verschiedenen weiteren Dokumenten belegen lässt. Wie bei der Lieferung aus dem Jahr 1884 waren hier wieder Briefe aus dem Nachlass von Ernst Windisch sehr hilfreich, nämlich solche von Bühler und Bhagwandas. Außerdem fanden sich mehrere Dokumente in der alten Registratur der UB, und zwar die Korrespondenz von Windisch und Bhagwandas mit einem nicht namentlich genannten Oberbibliothekar der UB. Und es fand sich darin die Originalverkaufsliste von Bhagwandas. Genau. Eine erste Spur zu dieser Erwerbung finden wir in einem Brief von Bühler an Windisch vom Oktober 1897. Ich zitiere hier ausführlich, weil das wirklich sehr interessant ist, wie ich finde. Der unerschöpfliche Bhagwandas hat mir wieder eine Kiste mit Manuskripten, es sollen 567 sein, zugeschickt und überlässt es mir, den Preis zu fixieren. Ich habe die Kiste selbst nicht gesehen, da ich seit Ende Juni von Wien weg bin. Falls Sie Lust haben, noch Manuskripte zu kaufen, so können Sie die neue Sammlung haben und den Preis nach Einsicht des Inhalts mit Bhagwandas ausmachen. Bhagwandas hat mir keine Liste der Bücher geschickt und ich weiß absolut nicht, was die Kiste enthält. Zitat Ende. Ja, bisher gibt es keinen Hinweis darüber, wie Bhagwandas genau diese Handschriften in Indien erwarb, aber in Briefen, die er an Leumann schrieb, finden sich einige wenige Informationen darüber. Und zwar schrieb er einfach den Besitzern von Handschriften Briefe oder reiste zu ihnen. Aber er nennt sie nicht namentlich. Ne? Also er spricht dann nur von meinen Freunden im Prinzip. Ja. Anhand des nächsten Briefes von Bühler an Windisch Ende Dezember 1897 wird ersichtlich, dass Windisch Interesse hatte an den Handschriften. Doch die Kiste war über mehrere Wochen beim Wiener Zollamt liegen geblieben, wodurch ziemlich hohe Lagergelder angefallen sind. Windisch möchte sie zunächst selbst zahlen und sie sich dann zurückerstatten lassen. Also hier kann man zum Beispiel auch sehen, dass die Handschriftenlieferungen nicht ganz reibungslos abliefen. Aus den nächsten Briefen von Mai und Juni 1898 erfahren wir, dass ein Preis für die Sammlung festgelegt wurde. Das habe ich jetzt noch nicht genau herausgefunden, wer wie das gemacht hat. Wahrscheinlich der Windisch zusammen mit dem Bibliothekar. Und zwar sind es 400 Rupien, was heute ungefähr 4.600 Euro entsprechen würde. Bhagwandas akzeptiert diesen Preis und bittet um baldmögliche Überweisung. Wann genau diese Kiste nun in Leipzig angekommen ist, lässt sich bisher nicht sagen, aber offenbar enthielt sie die Liste, die originale Verkaufsliste von Bhagwandas. Ganz unten sehen Sie die Handschrift K13 mit der laufenden Nummer 544. Diese Liste ist insofern wertvoll, dass sich mit ihr sicherlich auch die Handschriften, die schon 1901 katalogisiert wurden, bestimmen lässt. Windisch freut sich sehr, dass die Bibliothek die Sammlung erwirbt und schreibt an den Oberbibliothekar, Zitat Anfang, kommt diese Sammlung zu den bereits vorhandenen Sanskrit-Manuskripten dazu, so würde unsere Universitätsbibliothek in Deutschland nächst der Königlichen Bibliothek in Berlin die schönste Sammlung von Sanskrit-Handschriften besitzen.
So. Genau. Zusammenfassend kann man nun sagen, dass man sich der Rekonstruktion der Sammlungsgeschichte der Leipziger Jaina-Handschriften mit den erhaltenen gebliebenen Dokumenten, auch wenn sie relativ weit verstreut sind, recht gut annähern kann. Im Prinzip kann man sie anhand der verschiedenen Ebenen der Provenienzvermerke erschließen. Die erste Ebene wären dann hier die Vermerke auf den originalen Umschlägen der Handschriften, die erste Hinweise auf die Wege in Europa geben. Die zweite Ebene sind die alten indischen Signaturen, die einen Hinweis darauf geben, dass die entsprechende Handschrift einmal in einer Tempelbibliothek aufbewahrt wurde. Und die dritte Ebene sind eben diese Schreiberanmerkungen, die historische Informationen über die indischen Vorbesitzer der Handschriften geben. Also wobei diese letzten beiden Ebenen selten vorkommen. Und über genau diese Schreiberanmerkungen möchte ich gerne die also ausgewählte Handschriften virtuell in Calamos miteinander verbinden, damit sie im Prinzip sichtbarer werden und möglicherweise weitere Handschriften aus der Sammlung von Parsavira gefunden werden können. Und ich könnte mir auch vorstellen, gut, das hatten wir jetzt in der Pause besprochen, dass man eben eine Verbindung auch zur Jaina-Prosopographie-Datenbank des Source Center of Jaina Studies herstellen kann. Genau, damit möchte ich jetzt schließen und meine nochmal die letzte Folie zeigen mit den Akteuren, die ich jetzt alle genannt habe. Vielen Dank.